Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht heute um die Frankfurter Buchmesse, wo ich am Samstag war. Und ich möchte euch eigentlich nur kurz berichten, wie es mir dort so gefallen hat, was ich gemacht habe und euch so das ein oder andere zeigen, was ich von dort mitgenommen habe. Ja, das war mein erster Besuch bei der Frankfurter Buchmesse oder überhaupt bei einer Buchmesse. Und ich muss sagen, dass ich da so ein bisschen zwiegespalten bin, so. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen, es ist auf jeden Fall total interessant gewesen, so viele Bücher auf einen Schlag zu sehen und auch toll überall mal ein bisschen reinschauen zu können, Klappentexte durchlesen zu können, das Buch, wie es halt an sich so aussieht, sich anschauen zu können, ein bisschen reinlesen zu können, sich so ein bisschen einen Einblick über dieses Buch oder beziehungsweise einen ersten Einblick über besagte Bücher dann halt eben verschaffen zu können. Man hat vielleicht dann auch mal in Bücher reingeguckt, die einen so vielleicht nicht direkt interessiert hätten oder von denen man bis dato auch noch gar nichts gehört hat. Es war total interessant, halt so viele Lesebegeisterte auf einen Haufen halt auch sehen zu können und verschiedene Autoren mal ein bisschen von Namen zu sehen. Ich habe mich da jetzt nirgendwo angestellt für Autogramme oder so. Ganz ehrlich, das war mir einfach zu blöd, so ewig lang in langen Schlangen da stehen zu müssen, nur um den Autoren dann vielleicht ganz kurz sehen zu können und dann ein Autogramm haben zu können. Das ist mir jetzt irgendwie nicht so wichtig wie dem einen oder anderen vielleicht und das war es mir dann irgendwie nicht wert. Es war auf jeden Fall alles sehr, sehr beeindruckend. Also es war ja einfach riesig und total überfüllt und eine Menschenmasse und Büchermasse und einen Haufen an Eindrücken. Aber irgendwie habe ich mir das Ganze doch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich kann gar nicht sagen, wie jetzt eigentlich genau, aber es ist irgendwie so, dass ich das Ganze auf jeden Fall, wie gesagt, spannend, interessant fand. Es war mal auf jeden Fall eine Erfahrung, aber ob ich jetzt unbedingt zu jeder Buchmesse dann auch wirklich wieder hin muss, weiß ich jetzt nicht. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass es am Samstag ja gar keine Bücher irgendwie zu kaufen gab. Das war mir jetzt nicht so klar. Ich meine wahrscheinlich den anderen irgendwie schon. Also die Leute, die ja auch schon mal da waren, ist es mit Sicherheit klar gewesen. Aber irgendwie habe ich mich so von vornherein gar nicht so sehr damit beschäftigt mit der Buchmesse. Also ich habe gar nicht unbedingt geschaut, welche Autoren überhaupt da sein werden, welche Veranstaltungen stattfinden werden oder so, sondern ich wollte das Ganze einfach so auf mich zukommen lassen. Ganz locker und leicht. Und deshalb ist mir wahrscheinlich auch nicht klar gewesen, dass man am Samstag da nichts kaufen kann. Für meinen Sub ist es auf jeden Fall besser, ist ja klar. Für mein Portemonnaie auf jeden Fall auch. Und es hat mich vielleicht nur so im ersten Moment, als man mir gesagt hat, nee, Verkauf ist erst am Sonntag, vielleicht ein bisschen geschockt. Und dann war es eigentlich auch okay. Im Nachhinein bin ich eigentlich wirklich froh, weil ich glaube, dass ich da schon einiges an Geld gelassen hätte, was mich vielleicht dann nachher ein bisschen geärgert hätte. Weiß ich nicht, ne? Weil es waren echt so viele mega tolle Bücher da. Also da ist auch einiges wieder auf die Wunschliste gewandert und es war einfach so von dem her auf jeden Fall total cool. Es hat mir schon gefallen, aber es war einfach mega voll und anstrengend vor allen Dingen auch. Also ich bin mit meiner Mutter und meiner Tante dort gewesen und wir sind morgens um 7:45 losgefahren oder um 8 irgendwie so, sind 3 Stunden gefahren. Also wir waren um Punkt 11 Uhr dann auf der Buchmesse und haben im Prinzip 4 Stunden lang gebraucht, um die erste Halle komplett durchzuschauen. Es war dann Halle 3 mit den Jugendbüchern und mit den Mangas und Comics und der ganzen zeitgenössischen Literatur, sage ich jetzt mal. Und das war auf jeden Fall schon mal spannend. Aber es war halt einfach viel zu viel. Also man kann eigentlich in einem Tag gar nicht alle Hallen anschauen, finde ich. Und vor allen Dingen waren wir alle 3 um 3 Uhr schon platt. Also mir persönlich haben die Knochen total wehgetan. Ich hatte mega Kopfschmerzen gehabt. Wir haben dann was gegessen, getrunken und haben dann noch so ein bisschen durch die Gegend geschaut. Ich glaube, wir waren dann in Halle 4 oder so. War dann nicht mehr ganz so spannend, fand ich. Und weiß ich nicht. Und dann hatten wir irgendwie auch dann so gegen 5 oder so dann keine Lust mehr, sind dann auch gefahren. Das ist eigentlich auch der Grund, dass ich zu diesem
Booktuber und Blogger-Treffen da irgendwie nicht gekommen bin, weil wir waren um 11 Uhr da, haben geguckt, geguckt, geguckt und irgendwann war es dann einfach 13 Uhr und ich hatte noch keinen Plan, wo das Ganze überhaupt stattfinden sollte und dann habe ich das Ganze dann irgendwie verworfen. Eigentlich wollte ich auch dorthin kommen, ich war schon mega gespannt, den einen oder anderen dort kennenzulernen. Es hat dann leider nicht geklappt, aber naja, vielleicht klappt es das nächste Mal. Ich hätte es auf jeden Fall schön gefunden, so mal ein bisschen in Kontakt mit den anderen zu treten, aber hat wohl nicht sollen sein. Schade, aber naja, so ist es nun mal, ne? Ich glaube, ich habe nur einen einzigen Booktuber von Weitem gesehen, also dass mir das jetzt bewusst aufgefallen wäre. Und zwar ist das die Niki von Niki and Books. Und sie war, glaube ich, mit ihrem Buchclub da. Und das Ganze ging dann aber auch so schnell, dass ich sie gar nicht großartig ansprechen konnte. Aber auf jeden Fall war sie es, denn ich habe sie an ihrer unverkennbaren Stimme erkannt. Und es war auf jeden Fall schon mal auch interessant, sie so ein bisschen, wenn auch nur von Weitem, zu sehen. Aber naja, ja. Ich wollte euch jetzt so das eine oder andere zeigen, was ich mir dort mitgenommen habe. Das ist natürlich vor allen Dingen Werbung, sind Programm, Hefte von den verschiedenen Verlagen, aber auch die eine oder andere Leseprobe. Und ja, ich habe noch ein paar andere Sachen dort auch gekauft und die würde ich euch ganz kurz zeigen. Ja. Und zwar habe ich mir zum Beispiel so ein Lesezeichen mitgenommen und auch eine Visitenkarte von den Bibliothels. Und davon hatte ich bisher noch gar nichts irgendwie gehört oder gesehen. Das sieht so von der einen und so von der anderen Seite aus. Und zwar sind das so Hotels in ganz Deutschland, glaube ich, verteilt. Vielleicht auch in Österreich, ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Und ja, da ist es im Prinzip so als Buchliebhaber perfekt, seinen Urlaub zu verbringen, weil die haben da irgendwie so Büchereien oder Bibliotheken so ähnlich, auch in den ganzen Hotels. Und man muss sozusagen seine Bücher da gar nicht irgendwie mit hinschleppen, sondern die sind schon direkt dort vorhanden. Und hier hinten auf der Visitenkarte ist halt auch ein Gutschein über 30 Euro, der dann gültig für einen Aufenthalt von über 250 Euro ist. Das ist natürlich schon ein Hammer, sage ich mal, ne? Aber ich meine, 30 Euro haben oder nicht haben. Und es ist auf jeden Fall schon mal, finde ich, nicht schlecht. Vor allen Dingen, ich habe da auf meine Internetseite reingeguckt und es sieht einfach total schön aus. Aber ich meine, da muss man natürlich auch das nötige Kleingeld haben, ist klar. Aber finde ich auf jeden Fall interessant. Dann habe ich hier so ein Programmheft von dem DTV-Verlag. Da sind schon einige Bücher drin, die mich auch schon wieder sehr, sehr interessieren. Also ich habe die noch nicht alle komplett durchgeschaut, aber das möchte ich auf jeden Fall bald machen. Und dann wird da auch wieder einiges auf dem Wunschzettel landen, nehme ich mal an. Ein Programmheft aus dem Script 5 Verlag. Ja, und das ist auch so ein Verlag, der hat einfach immer mega coole Cover, ne? Also das ist ja auf jeden Fall schon mal bezeichnend für den Verlag, finde ich. Ich finde eigentlich keins der Cover dann irgendwie hässlich. Dann gab es noch einen Stand über den Jugendliteraturpreis 2014. Hier sind die ganzen Nominierungen drin mit Kurzbeschreibungen, teilweise natürlich dann auch über den Autoren oder Autoren. Und das finde ich auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was da so überhaupt nominiert wurde. Und dann haben wir natürlich hier noch die Sieger. Und ich muss sagen, zum Beispiel, da gibt es dann Vergabe fürs beste Bilderbuch, fürs beste Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch. Und bisher, ehrlich gesagt, habe ich keins der Bücher irgendwie gesehen, bis auf den Preisträger der Jugendjury. Das ist nämlich hier Wunder von Raquel J. Palacio. Und dieses Buch habe ich zum Beispiel auch jetzt dort auf der Buchmesse gesehen, ist ja klar. Und das hat mich dann, als ich mir das so mal angeschaut habe und ein bisschen durchgelesen habe, was dort so steht, hat mich das schon überzeugt, dass ich das auch noch unbedingt lesen möchte. Denn vorher war ich mir da immer so ein bisschen unsicher und zwiegespalten. Aber jetzt so im Nachhinein, wo ich mir da ein bisschen Überblick verschaffen konnte, finde ich es eigentlich doch sehr interessant. Dann habe ich noch ein Programmheft aus dem Piper Verlag. Ich finde, das sieht schon alleine so schon total cool aus. Und da sind auch wieder einige interessante Bücher dabei, wo mit Sicherheit auch das ein oder andere auf meinem Sub irgendwie landen wird in Zukunft. Erstmal natürlich auf der Wunschliste. Und dann war ja der Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr Finnland. Und in diesem Heft hier sind die ganzen Bücher, sag ich mal, aus Finnland. Und ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mal schaut, das ist ja alles irgendwie so im Stil auch von diesen, wie heißt denn jetzt nochmal, von der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und Lars,
Ich weiß es gar nicht mehr, wie heißt denn der Autor? Ja, ich weiß den Autoren jetzt gar nicht mehr, aber das ist ja alles in diesem Stil dann auch irgendwie gehalten. Und ja, finde ich auf jeden Fall das eine, ein oder andere Buch auch interessant davon. Dann habe ich hier noch ein dickes Heft aus dem Mira Taschenbuch Verlag. Da sind auch wieder jede Menge Bücher dabei und nur beim Durchblättern, einmal ganz kurz, habe ich schon wieder bestimmt 5 Bücher entdeckt, die mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Und da gibt es ja dann auch noch so eine Unterkategorie, das ist dann so Darkes, das ist dann so Liebe und Fantasy sozusagen. Und da gibt es auch schon wieder einiges, was mich interessieren würde. Und ich weiß nicht, wenn ich schon nichts dort gekauft habe, so ist es aber trotzdem dennoch so, dass dort schon einiges irgendwie mir ins Auge gefallen ist, was ich echt unbedingt lesen will. Und so im Nachhinein wird auf jeden Fall meine Wunschliste ins Unermessliche, glaube ich, schießen. Und da sind so tolle Bücher dabei und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was davon irgendwie so in meinem Bücherregal irgendwann mal landen wird. Jetzt habe ich noch einige Leseproben, die zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal eben kurz. Und zwar ist die erste Leseprobe von Anja Fröhlich, Love to Go. Ich habe eigentlich bei den meisten keine Ahnung, worum es geht. Ich habe mir auch da noch keine großartig durchgelesen, aber das möchte ich auf jeden Fall in Zukunft auch mal tun, so für zwischendurch vielleicht. Und ich finde, also ich habe natürlich nur Leseproben mitgenommen, die mich dann auch schon mal zum wenigstens im Entferntesten ein bisschen interessieren. Und ja, das ist auf jeden Fall, bin ich gespannt. Von Holly Byrne, This is not a love story. Ich finde das Cover alleine schon auch total cool und ja, ich denke mal, da geht es auf jeden Fall um eine Liebesgeschichte. My Favorite Mistake, der beste Fehler meines Lebens von Chelsea M. Cameron. Finde ich auch total süß, das Cover. Hatte ich vorher zum Beispiel noch nichts von gehört von diesem Buch und ja. Das hier ist Im Herzen die Rache von Elizabeth Miles. Diese Reihe interessiert mich eigentlich auch schon total und von daher mal schauen. Dann gibt es hier Falling into Us, Dein für immer von Jacinda Wilder. Das ist der zweite Teil von Falling into Us, für immer wir, heißt es glaube ich. Das hatte ich ja auch gelesen als Rezensionsexemplar. Und vielleicht werde ich durch die Leseprobe dazu überzeugt, quasi noch weiterzulesen. Dann von Theo Lawrence, Mystic City, Tage des Verrats. Das ist der zweite Teil. Ich habe Mystic City Teil 1 ja bereits gelesen und ja, möchte natürlich den zweiten Teil auch noch lesen. Und vielleicht macht mich die Leseprobe auch noch hier ein bisschen heißer, das überhaupt erstmal zu kaufen, weil das habe ich ja noch nicht. Von Melissa Marr, Shadow World, Kampf der Seelen. Ein total cooles Cover finde ich eigentlich. Das Buch hat mich schon vorher interessiert und vielleicht überzeugt mich die Leseprobe hier, das zu kaufen. Dann von Maggie Stiefvater, Rot wie das Meer. Das ist natürlich auch eine interessante Leseprobe. Ich habe ja bisher von ihr Nach dem Sommer gelesen. Dann habe ich diese Trilogie nicht weiter verfolgt und ja, es hat mich halt eben nicht so sehr überzeugt und vielleicht kann mich hier so ein Buch von ihr nochmal überzeugen. Dark Canopy von Jennifer Benkow. Von der Autorin habe ich noch nichts gelesen, aber ich habe zum Beispiel Himmelsfern von ihr im Regal stehen. Und diese Dark Canopy Trilogie interessiert mich auch sehr. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt und dann mal schauen, ne? Ach so, und ich dachte eigentlich, das, was ich euch jetzt zeige, ist auch eine Leseprobe. Ist es aber nicht. Ist es auch aus dem Script 5 Verlag für das Frühjahr 2014 sozusagen ein Programmheft und da sind auch einige coole Bücher dabei. Ich meine, steht ja eigentlich auch drauf, dass es keine Leseprobe ist, ne? Aber habe ich halt nicht gesehen. Und dann habe ich noch ein Buch bekommen, denn ein junger Herr hat dort Bücher verteilt, sozusagen als Leseprobe, als Rezensionsexemplar, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das mir unter den Nagel gerissen. Und zwar ist es von Verena Kahl, Wer reinkommt, ist drin. Finde ich ja auch total cooles Cover auf jeden Fall schon mal. Der Titel ist eigentlich auch witzig. Und von dem Buch hatte ich vorher so an sich eigentlich nichts gehört. Ich hatte irgendwann mal das Cover gesehen und ich finde, das klingt eigentlich auf jeden Fall auch interessant. Ich lese euch mal kurz vor, was hier drinne steht. München in den 90er Jahren. Uli und Jo teilen sich eine WG, sonst sind sie grundverschieden. Die schüchterne Uli träumt vom richtigen Mann
und semmelblonden Kindern. Jo vom journalistischen Starruhm und internationaler Karriere. Und dann ist da noch der geheimnisvolle Sascha von gegenüber mit seiner DDR-Vergangenheit und seinem exotischen Sexappeal. Wie kommt man da rein? In die coolsten Club des Nightlife, in das Herz eines Mannes, in die begehrte Jobwelt der Medienbranche. Und was tun, wenn das Leben einem ein Geschenk macht, das überhaupt nicht auf dem Wunschzettel stand? Ja, finde ich, klingt auf jeden Fall interessant und mal schauen, wenn ich das Ganze lesen werde. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Dann war dort auch Räder zu Gast. Das ist hier so ein Dekorations- und Geschenkeladen, sage ich mal. Die haben eigentlich immer ziemlich coole Sachen. Die sind auch oft in der Meierschen vertreten zum Beispiel. Das hier ist so ein kleines Prospekt von denen. Die haben, wie gesagt, ziemlich coole Sachen. Und drei von diesen ziemlich coolen Sachen, die sind bei mir zu Hause gelandet. Und zwar ist es einmal hier so ein schicker Kalender für das Jahr 2015. Ich packe den mal gerade aus, damit ich euch den ein bisschen zeigen kann. Und zwar ist es der Poesiekalender. So sieht der ganz das aus. Das ist entweder zum Aufhängen oder so ein Standkalender. Und da sind halt so schöne Sprüche drin. Zum Beispiel wie hier. Fantasie ist die Gabe, unsichtbare Dinge zu sehen. So, also sind immer so coole Sprüche drin in dieser schönen Schrift hier. Bei uns ist jeden Tag Sonntag. Eine gute Bindung braucht keine Knoten. Sowas, ne? Und das finde ich eigentlich ziemlich hübsch. Hab mich auch darüber sehr gefreut. Was aber sozusagen das Highlight des Tages war, sind folgende beiden Dinge. Und zwar ist es ein Federschreiber. Und zwar sieht er so aus. Da steht hier oben federleicht drauf und das ist im Prinzip ein Kuli. Also hier unten seht ihr ja, da kann man mit schreiben. Natürlich spielt das jetzt total mit der Kamera. Und ich finde das Ding einfach wunderschön. Also da habe ich mich megamäßig drüber gefreut. Das habe ich von meiner Tante bekommen. Und ja, finde ich wunderschön. Und in diesem Stil ist auch ein Federstein gehalten. Das ist auch so ein Deko-Element, was echt super schön ist und super toll in mein Bücherzimmer passt. Und zwar ist es hier sowas. Na, seht ihr das jetzt richtig? Also das, so sieht das von Weitem aus. Hier unten ist ein Stein. Da drin ist so eine Metallstange und hier oben an der Metallstange ist diese Feder und da steht drauf, Träume sind wie Vögel, sie müssen frei sein, um fliegen zu können. Und ja, das spiegelt natürlich auch wieder total und das ist halt im Prinzip so eine Feder, die man sich irgendwo hinstellen kann als Deko. Und finde ich auch super schön, habe ich mich megamäßig drüber gefreut und ja, das war im Prinzip jetzt mein Neuzugang und meine Deko-Neuzugänge quasi von der Frankfurter Buchmesse. Ja, ich weiß ja, dass einige von euch auch da waren, ob das jetzt am Samstag oder halt eben am Sonntag war. Und ja, wie hat es euch denn gefallen? Und wart ihr vielleicht bei diesem Booktuber- und Blogger-Treffen und wie hat euch das gefallen? Wie ist es abgelaufen? Ich denke, es werden da ja auch noch einige andere Videos kommen, wo das Ganze berichtet wird. Ich weiß ja zum Beispiel, dass Lina von What Lina Likes dort war, Jessie von den Chucky Books, Nini von den Chucky Books. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Agathe Knoblauch auch dort dort gewesen ist. Ja, und halt einige andere, Büchergewusel war ja auch dort und ja, einige andere, die ich eigentlich gerne kennengelernt hätte, was ich echt ziemlich schade finde. Aber wie gesagt, kann man jetzt nichts mehr machen, ist vorbei, vielleicht das nächste Mal und ich hoffe es, denn ich finde eigentlich allein deshalb ist es auf jeden Fall lohnenswert, zu einer Buchmesse zu gehen. Und wenn sich das vielleicht ein bisschen negativ angehört hat, was ich am Anfang so gesagt habe, es war absolut nicht negativ gemeint. Ich habe es mir halt irgendwie anders vorgestellt. Man geht ja doch immer mit so einer Erwartungshaltung an die Dinge ran. Und ich habe es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Und mir war schon klar, dass es anstrengend sein würde. Und sehr, sehr viel los und sehr, sehr groß. Aber so in dem Ausmaß hatte ich mir das nicht erträumt, sagen wir mal. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung und ich bin froh, dass ich da war. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!